ich bin Deutschlands bester Autofahrer, weil ich einfach gut bin und die Übungen gut fahren kann. Weil es mir Spaß macht, Auto zu fahren. Ich werde Deutschlands bester Autofahrer, wenn alle anderen jetzt nach Hause gehen. Das war die kniffligste Frage? Ich glaube, die Anhängerfrage. Mit dem Anhänger, ne, bei Führerschein Klasse B? Ja, diese Anhängerfrage, weil die irreführend war. Weil man Lehr- und Gesamtwasser nicht voneinander unterscheiden kann. Ne? Ich glaube, vor der Ampel halten, wie viel Abstand man halten sollte. Fehlersuche. In dem Zelt steht ein von uns präpariertes Fahrzeug. Thank you.
zwar, sag ich mal, nicht ganz einfach, aber da ich selber ein kleines Auto fahre, ist das also für mich gut. Ich mache es manchmal zu Hause mit mehr Zügen wahrscheinlich, aber zumindest war es also nicht unüberwindbares. Die schwierigste Übung ist immer die nächste Übung. Vom Einparken früh noch vom Gas gehen, vom Ziel früh noch vom Gas gehen. Langsam, gemütlich. Man hatte alle Zeit der Welt. Ja, dem Ergebnis nach zufolge wäre ja eigentlich der Slalom für mich das Schwierigste, wobei es praktisch natürlich nicht das Schwierigste war, aber da habe ich halt zweimal einen Bock reingerissen. Die rutschigen Sachen waren, denke ich mal, doch recht anspruchsvoll. Nicht schwer, aber anspruchsvoll. Meine stärkste Disziplin, ich glaube, dass das Bremsen ausweichen war.